Guten Tag alle miteinander. Beim Bodenaufräumen bin ich über diesen Karton hier gestolpert und da ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Da war noch ein Projekt, was ich irgendwie nicht geschafft habe bis jetzt, aber was voll überfällig ist. Das Paket hat mir der Olli geschickt und irgendwie kribbelt es mich jetzt voll in den Fingern, dass ich das jetzt endlich mal als Brücke bringen muss. Auch wenn das Projekt leider so nicht demonstriert werden kann, wie ich es mir eigentlich dachte. Aber lasst euch mal überraschen. Moment. Tja, wieso um alles in der Welt ist es da vor, wie lange ist es jetzt eigentlich her? 2 Jahre, 3 Jahre? Wieso gab es da einen Hype, wo milliardenfach solche Spinner-Dinger hergestellt worden sind? Die drehen sich schön und Kinder sind fasziniert, wie lang sich das dreht. Ja, aber habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum hier Kugellager drin sind? Warum es hier nochmal drehbar ist? Warum ist das über die Welt gekommen? Wer hat sich dabei was gedacht? Das Teil hier kennt ihr bestimmt sicher noch. Dieses Fliehkraft-Schaukelauto, was sich da mit einem Gewicht vorwärts schaukelt, sozusagen. Und sowas ähnliches kann man auch mit einem Fidget-Spinner machen. Hier sieht man schön deutlich, zack, diese goldene Dinger. Oben schleudern sie hinaus, kommen frei, können Massenträgheit aufkleben. Unten waren sie abgeschüttelt, abgebremst, in die Kurve gezwungen, zum Stillstand gezwungen, schnell wieder beschleunigt. Das ist ja uraltes Prinzip. Ja, der Olli hat da ganz genau aufgepasst, wie das in der Demonstration aussah, und hat seinen 3D-Drucker angeworfen und dann diese Konstruktion zusammengestellt. Ja, wie ich es anfangs schon ankündigte, habe ich es leider nicht zum Laufen bekommen. Ich hatte vorgehabt, dieses ganze Ding. Ach, ich erkläre euch erstmal, wie es eigentlich funktioniert. Also hier sind Gewichte drauf und wie ihr seht, sind die nicht in der Mitte, diese Gewichte. Ja, und indem sich das jetzt so hier dreht, gibt es immer einen Punkt. Wo ist denn das Gewicht jetzt ausgelenkt? Hier, in diese Richtung müsst ihr es eigentlich fahren. Jetzt ist das Gewicht hier vorn, ne? Und die anderen Gewichte sind in einer anderen Position. Also immer in dieser Position ist das Gewicht in dieser Richtung sozusagen. Ja, und wenn ich das jetzt ganz schnell drehen würde, müsste es sich theoretisch, wenn das so ist wie bei dem anderen Schaukelauto, in diese Richtung bewegen. Ja, das finde ich wichtig als Übergangspunkt, um in Zukunft diese schwebenden Dinger da so ein bisschen zu verstehen, weil solche Fliehkraftantriebe sind mir in der Schule noch als Fantasie und Science-Fiction und eigentlich eher komplette Fantasie, also als nicht funktionierend erklärt worden. Ja, und wenn man jetzt so ein Ding hier praktisch sich selbst mal ausdrucken kann und mit den Fidget-Spinnern zusammenstecken kann, dann kann man schon mal ein bisschen mehr dran glauben, dass, wenn das mit der Fliehkraft so schon geht, dass das vielleicht auch auf ganz anderen Wegen noch funktioniert und möglich wäre. Ja,
das lag mir jetzt mal am Herzen, diese Brücke praktisch zu schlagen zu diesen richtig, 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 richtig krassen Forschern, weil die sind irgendwie immer noch ziemlich unverstanden, haben ziemlich wenig Klicks und es wird oft als Fake deklariert. Ja, ja, mehr kann ich jetzt erstmal für euch nicht machen. Ich danke nochmal tausendmal dem Olli, dass der mir hier so einen fertigen Satz mit den richtigen Zahnrädern versorgt hat. Und vielleicht kriege ich es ja doch noch eines Tages hin, dass es mit einem Bedini, also ich wollte ihn nicht stinknormal antreiben, das kann ja jeder. Ihr könnt es ja mal machen, wenn ihr Lust habt. Ich will immer noch mit Bedini antreiben und vielleicht wird es ja doch eines Tages.